man das ja, manchmal ist es vom Anreisen her nicht ganz einfach. Nehmen wir mal an, das ist mein Aktionsradius. Nee, Sie müssten bitte ein Stückchen weiter wirklich zurückbleiben. Und entweder nach rechts oder nach links. So ist das wunderbar. Das ist die Linie. Nein, das ist die Linie. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie nicht hin und her laufen würden. Das schaffe ich nämlich nicht, mit der Kamera nachzukommen. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, entweder so ganz leger, so wie jetzt, das oder dorthin. Gerne. Oder vorher Bescheid sagen. Ja, meine sehr verehrten, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Der Rahmen ist abgesteckt und der Rahmen, den Sie mir heute mitgegeben haben, betrifft Rehabilitation und Vereignung. Und mein Wunsch wäre in dem Zusammenhang, in dieser Stunde, die ich jetzt habe, mit Ihnen zusammen, ein bisschen mehr auf die Fragen einzugehen, die von Ihrer Seite aus besonders drängend sind. Die Jugendtoxin ist auch nochmal angesprochen worden, sehr gerne, weil das ist ja auch das Besondere, gerade an dem Krankheitsbild hereditärer Spinalparalyse, dass von der Diagnosestellung es sehr schnell in die individuellen Krankheitsverläufe und die individuellen Probleme auch geht. Also wenn es jetzt um Fahrerlaubnis geht oder Fahreignung, so kann man im Grunde genommen sagen, es gibt ein Fahrerlaubnisrecht und es gibt Fahrerlaubnisbedingungen bezogen auf unterschiedliche Klassen von Fahrzeugen. Ja? Die unterliegen da der staatlichen Gesetzgebung, ebenso wie der europäischen Gesetzgebung. Und die Straßenverkehrsgesetze werden entsprechend angepasst und auch auf die Bedürfnisse der Behörden wie der Fahrzeugführer, den veränderten Bedürfnissen, immer mehr auch zugeschnitten. Ein Beispiel hier ist in dem Zusammenhang, dass die Bereitschaft der Menschen bis ins hohe Alter Auto zu fahren deutlich in den letzten 20 Jahren gestiegen ist und eine sichere Erkenntnis, die man da ziehen kann, ist die, dass nach wie vor, gibt es Daten vom Bundesamt für Verkehr, dass diese Daten sehr deutlich machen, dass trotz des deutlich steigenden Anteils der über 60-Jährigen, die ein Kfz führen, die Hauptrisikogruppe für Verkehrsunfälle nach wie vor, in welcher Altersklasse denken Sie? Zwischen 18 und 25. Das heißt, trotz eines knapp 20-prozentigen Anstiegs derjenigen, die zum Beispiel über 80 Jahre noch einen Pkw führen, hat sich das in der Verkehrsstatistik hinsichtlich Unfall, hinsichtlich Straßenverkehrsvergehen dieser Altersklasse überhaupt nicht ausgewirkt. Ne? Wenn man jetzt als zweites betrachtet, wo hat es denn bezogen auf die Fahrzeugklassen die meisten Schwierigkeiten in den letzten Jahren gegeben? So könnte man ja vermuten, dass der 80-jährige Motorradfahrer oder die 95-jährige Mopedfahrerin die Straßen Deutschlands massiv unsicher machen. Dem ist aber mitnichten so. Sondern was festzustellen ist, und da müssen wir gemeinsam lernen, auch Obacht zu halten, ist, dass vor allen Dingen
im Bereich der Personenbeförderung, der Busse, die Anzahl an Verkehrsunfällen, auch mit Personenschäden, deutlich zugenommen hat. Es ist also kein in den Wind gesprochen leeres Phrasendreschen, wenn man sagt, gerade im Bus-Personenverkehr macht es langfristig Sinn, Sicherheitsgurte anzulegen, weil in der Tat dort in letzter Zeit eine deutliche Häufung an Verkehrsunfällen zu verzeichnen ist. Woran das genau liegt, ist nicht klar. Aber es fällt halt auf, dass sich im Bereich der privaten Pkw-Nutzung hinsichtlich Verkehrsunfällen, hinsichtlich auch Personenschäden eher eine rückläufige Tendenz abzeichnet, während im Bereich des Personentransportgewerbes doch eine Zunahme zu verzeichnen ist und man ist gut darauf dahingehend beraten, hier mehr Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Was ich Ihnen gezeigt habe, war eben die unterschiedlichen Fahrzeugklassensituationen. Es macht also einen Unterschied, ob man ein Moped nutzt oder eben einen privaten Pkw, ob man einen Anhänger mit dran hat, ob man Personenbeförderung betreibt. Ja? Und es gibt dann in der Straßenverkehrsordnung bestimmte Verordnungen und das ist relativ gut geregelt und es ist etwas, was sich ganz bestimmten Verfahrensregularien zu unterziehen hat. So, und wenn man dann sagt, diese Verfahrensregularien beziehen sich auf Fahreignung und Befähigung, dann muss man, dritte Botschaft, die erste Botschaft war, es sind immer noch die 18- bis 25-Jährigen, die meisten Probleme bereiten. Zweite Botschaft war, es sind die Busse, wo man ein bisschen gucken muss, dass man sich selbst schützt. Dritte Botschaft ist, die Möglichkeit, einen Führerschein einzuziehen oder die Fähigkeit einer Fahreignung einzuschätzen, zieht nach sich, dass man sehr genau gucken muss, was ist Aufgabe eines Gutachters in so einer Situation und was ist Aufgabe der Polizei in einer Situation. Ich habe die Ausbildung Verkehrsmedizin. Das heißt, meine Aufgabe neben ein paar anderen Aufgaben besteht darin, zu schauen, ist derjenige, der sich mir da vorstellt, in der Lage, einen Pkw zu führen oder einen Lkw zu führen. Was ich aber nicht machen kann, und ich bin auch dankbar dafür, dass ich es nicht machen muss, wenn ich zu der Einschätzung gekommen bin, dass diejenige Person einen Pkw oder einen Lkw nicht führen kann, dass ich dann den Führerschein einziehe. Das ist nicht meine Aufgabe als Mediziner oder als Arzt. Das ist ausschließlich Hoheit der Behörden und Polizei und Staatsanwaltschaft und Gericht. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer gutachterlichen Stellungnahme nach einer eingehenden Untersuchung und meistens auch einer neuropsychologischen Testung bezüglich Reaktionszeit, bezüglich Dauerbelastungsfähigkeit, ja, einen unterdurchschnittlichen Wert erreicht und dieser unterdurchschnittliche Wert es sehr wahrscheinlich macht, dass er einen Pkw zu privaten Zwecken nicht führen kann, dann kann ich das nur ihm sagen, dokumentieren, dass ich es ihm gesagt habe, dokumentieren, dass er es verstanden hat, mittels seiner Unterschrift. Und dann bleibt aber das Umgehen derjenigen Person, der ich das gesagt habe, ausschließlich im Verantwortungsbereich derjenigen Person, der ich es gesagt habe. Es sei denn, sie ist kognitiv und leistungsbezogen gar nicht in der Lage, das zu realisieren. Kann also
für ihr eigenes Wohl und Wehe nicht mehr sorgen. Ja, dann muss ich mich an den Betreuer wenden, ja, oder aber an den Bevollmächtigten für diese Person. Oder aber ja, an einen Rechtsbeistand, wenn dieser Rechtsbeistand zur Verfügung steht. Das muss man immer genau differenzieren. Viele, die sich jetzt da vorstellen, im Rahmen der Bestimmung, bin ich befähigt, jetzt noch ein Pkw nach einem Schlaganfallereignis zum Beispiel zu führen, so haben die häufig Sorge, dass das jetzt wie bei der Polizei eine Situation ist, aus der heraus der Führerschein eingezogen werden kann. Nein, hier geht es jetzt um eine medizinische, gegenseitigem Vertrauen und auch um gegenseitiger Unterstützung, relevante Untersuchung, ob die Fahreignung gegeben ist oder nicht, ja, nach einer neurologischen Untersuchung, nach einer internistischen Untersuchung, um dann darauf zu schließen, wie kann man zukünftig sicher sein, dass ein Pkw geführt werden kann. Ja? Und da beziehen sich, da gibt es natürlich auch Dinge, die man in dieses Urteil einbeziehen muss. Also beispielsweise, wie sieht es aus mit der körperlichen Eignung dazu? Also kann man die Arme, die Beine entsprechend bewegen, um ein Pkw zu führen? Wenn man die Arme und Beine nicht bewegen kann, um einen Pkw zu führen, muss man nicht logischerweise kein Auto mehr fahren, sondern man kann ein Defizit in die Beweglichkeit der Arme und Beine durchaus durch technische Ergänzungen zu dem Fahrzeug wiederherstellen. Ja? Beispielsweise gibt es so Knöpfe, die man an das Lenkrad anbringt, wenn man nur mit einer Hand letztlich im Wagen aktiv sein kann. Es gibt elektronische Schaltungen am Lenkrad, um auch solche Defizite auszugleichen, um Fenster zu heben oder Spiegel einzustellen. Es gibt grundsätzlich das Umstellen von Schaltwagen auf Automatikwagen, um solche Belange auszugleichen. Also das ist viel möglicher. Dann wird man zum Beispiel in einer solchen Situation sagen, ja, hier ist die körperliche Möglichkeit, ein Pkw zu führen, eingeschränkt, aber mit der und der und der Ergänzung könnte man das wiederherstellen. Da gibt es so Schlüsselnummern, die man dann aufführen muss, und dann sind da einzelne technische Ergänzungsmöglichkeiten aufgeführt. Die kann man an dem Wagen durchführen lassen, sollte aber im Kraftfahrzeugbundesamt dann das überprüfen lassen, beziehungsweise auf die regionale Stelle des Kraftfahrzeugbundesamtes zugehen und sagen, hier das und das an Änderungen ist mir empfohlen worden, wie kann ich das am besten realisieren? So kann man körperliche Beeinträchtigungen im Führen eines Pkws sehr wohl ausweichen. Ein großes Problem ist dann, wenn man von der körperlichen in geistige Beeinträchtigung geht zum Führen eines Pkw. Und ich sage jetzt bewusst zum Führen eines Pkw, weil für Führen eines Lkw an einer bestimmten Größe gibt es viel strengere Kriterien. Ist auch völlig richtig, denn so ein Lkw kann in der Hand des Ungeübten oder Nichtfähigen eine Bedrohung für uns alle sein. Ja? Und wenn es um die geistigen Beeinträchtigungen geht, dann geht es natürlich um die kurzfristigen und um die langfristigen geistigen Beeinträchtigungen. Wenn man bei den kurzfristigen geistigen Beeinträchtigungen ist, ist man natürlich beim Alkohol, ja, der Hauptgrund für Fahruntüchtigkeit, nach wie vor wieder Einsatz von zentral wirksamen Substanzen in Tablettenform und in Medikamentenform, in Situationen um Drogen herum, Übergang ist da Cannabis, die zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Bewusstseins führen und die langfristigen Beeinträchtigungen des Bewusstseins oder der Hirnleistungsfähigkeit, hier in erster Linie die zunehmende kognitive, also hirnleistungsbezogene Abbausymptomatik bei Menschen, die schon sehr lange
aktiv sind im Straßenverkehr und ein gewisses Alter erreicht haben. Und auch hier muss man sagen, dass die Erfahrung der letzten 20 Jahre gezeigt hat, dass langfristige Hirnabbausituationen wie demenzielle Erkrankungen nicht unbedingt in ihren Anfangs- und mittelgradigen Stadien dazu führen müssen, dass man überhaupt kein Auto mehr fahren darf. Wir kennen mittelgradig an Demenz erkrankte Patienten, die in der Lage sind, in einem Radius von 10 Kilometern durchaus mit dem Auto ihre täglich notwendigen Lebenssituationen gut zu bewältigen, auf den Punkt zu bewältigen, ja, die nach hoher Verlässlichkeit und hoher Verantwortungsbewusstseinssituation in der Lage sind, ihren täglichen Pflichten im Straßenverkehr nachzukommen, ja, die sich auch mehrfach schon haben einer individuellen Fahrprüfung durch einen Fahrlehrer haben unterziehen lassen, um sich bestätigen zu lassen, dass die relevanten Regeln des Straßenverkehrs von ihnen nach wie vor verstanden werden. Und das sind zum Teil sehr überzeugende Fahrer. Ja? Das heißt, also dieses Schreckgespenst, demenzielle Erkrankungen, machen unsere Straßen unsicher? Nein. Nach wie vor ist es der Alkohol. Nach wie vor sind es Medikamente, die eingenommen werden, die zu einer Veränderung von Reaktionszeit und ja, Bewusstseinslage auch führen. Und um hier nochmal die vierte Botschaft deutlich zu machen, die erste Botschaft war ja, es sind die 18- bis 25-Jährigen, ja. Die zweite Botschaft bezog sich auf Fahreignung und gutachterliche Stellungnahme. Ja. Die dritte Botschaft war, ich kann nichts einziehen, ja, sondern kann nur beurteilen. Aber um da nochmal die vierte Botschaft in die Runde zu senden, ist natürlich, wenn Sie aus so einer Gutachtensituation kommen, aus der gesagt wird, Mensch, Sie können doch Auto fahren, ist das keine totale Absolution. Also, dann ist es nicht, oh, der Ebke hat gesagt, ich kann Auto fahren, jetzt gehe ich erstmal eine Runde in die Kneipe, ja, jetzt mal Gutachten und dann ab durch die Mitte. Nein. Es bleibt mit diesem Urteil quasi in Ihrer Verantwortung, sich vor jeder Fahrt genau zu fragen, bin ich in der Lage dazu, einen PKW zu führen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Bin ich in der Lage dazu, einen PKW zu führen? Das heißt, ich kann Ihnen eigentlich nichts außer eine Empfehlung zu geben. Es bleiben all Ihre Rechte bleiben bei Ihnen, aber eben auch die Pflichten der Beurteilung, inwieweit, bin ich noch in der Range? Ja, gut. Inwieweit Sie einen PKW führen können. Weil der Gesetzgeber auch die Notwendigkeit für viele Menschen sieht, barrierefrei von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ja, gerade unter dem Aspekt, dass die WHO, Weltgesundheitsorganisation mit ihren, da kommen wir jetzt wieder zur Rehabilitation, mit ihren Kriterien zur Beurteilung von Menschen mit einer Handicap-Situation. Gerade die WHO hat uns auf den Weg gegeben, es ist Aufgabe der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass Menschen mit einem Handicap, und wir alle haben irgendwo ein Handicap, partizipieren können. Das heißt, barrierefrei von Punkt A nach Punkt B kommen. Und es ist nun mal so, in Regionen im Hochsauerland oder in Regionen in Ostwestfalen-Lippe, dass die Bindung an den öffentlichen Nahverkehr ein Problem darstellt und die Menschen in Situationen bringt, wo sie ganz schwer von Punkt A zu Hause nach Punkt B der nächste Großhandel oder der nächste SB-Markt, ne, zu kommen, um ihren täglichen Aufgaben und Pflichten nachzukommen. Und dazu muss es möglich sein, dass wir von unserer Seite aus über
die Testung der Befähigung des Führers eines PKWs über die Begutachtung. Ja. Die Menschen in die Lage versetzen, da Sicherheit zu bekommen. Das ist auch Aufgabe der Rehabilitationsklinik beispielsweise, eine feste Aufgabe mit dem Entlassungszeitpunkt, nicht nur die Entlassungskriterien für zu Hause festzulegen, sondern in den ersten 8 eben auch Entlassmanagement, nennen wir das, zu betreiben. Das heißt also dafür zu sorgen, dass sie nicht am Ende können sie nicht weitergegeben werden, die Therapien weiterlaufen, solche Dinge, sondern sie müssen auch Stellung nehmen, ob sie einen PKW aus privaten Gründen führen können. Ja? Und da waren wir früher, zum Beispiel bei Schlaganfallpatienten, ausgesprochen restriktiv, ja? Was die Erteilung von Fahrerlaubnissituationen, FE, ja, nach sich zieht, und waren immer dabei, sozusagen die Hand drauf zu halten. Und das ist beispielsweise beim unkomplizierten Schlaganfall, bei Kontrolle der Risikofaktoren, kleinen Schlaganfall ohne neuropsychologische Defizite, also Verlängerung der Reaktionszeiten, ohne Einschränkung von Gesichtsfeld, ohne Einschränkung von körperlicher Belastungsfähigkeit, durchaus nicht mehr so, dass es jetzt wie früher standardmäßig 3 Monate Verbot des Führens eines PKWs heißt. Die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und Neurologische Rehabilitation, wie auch der Neurochirurgischen Gesellschaft, weisen mittlerweile aus, hier deutlich früher, zum Beispiel nach akuter Reha, wieder einen PKW führen zu können. Aber das kann man letztendlich versuchen zu klären mit den Ärzten vor Ort. Wenn es dann strittige Fälle gibt, wo man sich nicht sicher ist, kann man beispielsweise in der Situation vereinbaren, dass man eine Verhaltensprüfung macht. Das heißt, sich mit einem Fahrlehrer oder einer Fahrlehrerin verabredet zu einer 90 Minuten Autofahrt, zum Überprüfen, inwieweit man in der Lage ist, den Dingen, die tagtäglich im Straßenverkehr auf einen zukommen, diese Dinge zu bewältigen. Und dieser Fahrlehrer, der oder die Fahrlehrerin, der es mit ihnen macht, stellt dann auch ein Zeugnis aus. Und auf dieses Zeugnis können sie sich dann auch berufen verlassen. Ich handhabe es dann immer wieder so, dass ich dann auch Rücksprache halte mit dem Fahrlehrer oder Fahrlehrerin. Es war auch schon mal so, dass wir Neuropsychologen und Neurologen mitfahren haben lassen, um so einen Eindruck zu gewinnen, inwieweit das möglich ist, in sehr komplizierten Fällen. Und um auch eine Einschätzung vorzunehmen, inwieweit die Beeinträchtigung des täglichen Lebens durch ein Schlaganfallereignis oder durch eine chronische neurologische Erkrankung, Parkinson ist da auch immer wieder ein Thema, ja, oder MS und sicherlich auch HSP, ja, inwieweit das sich wirklich relevant auswirkt. Denn, 5. Botschaft, 10, 20, 30 Jahre lang Auto gefahren zu sein, hinterlässt eine so erhebliche Spur an Erfahrungswissen im Gehirn, dass sie wirklich auch als Mensch, der nun längere Zeit im Straßenverkehr schon mal unterwegs war, aber auch als so einer wie ich, überrascht sind, dass Menschen mit 70, 80, 90 noch so können im Straßenverkehr und wie sie sich auf ihre Erfahrungssituation in erheblichem Maße berufen können. Ganz bemerkenswert. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die 10, 20, 30 Jahre lang im Straßenverkehr schon aktiv sind. Die haben einen sehr, sehr hohen Erfahrungsschatz. Ja? Sodass Fahrerlaubnis zu einer Prüfung der entsprechenden Behörden stattfindet. Ja, die Eignung mit dem Erwerb des Führerscheins immer wieder in den Fokus genommen werden muss vor der Veränderung der Rahmenbedingungen, aber diese Änderung der Rahmenbedingungen durch unsere Erfahrung und unsere Sorgfalt, die wir schon im Straßenverkehr erworben haben, ein verteidigungsfähiger Passus ist. Bedeutet, wenn eine Änderung der Lebenssituation sich darstellt, haben wir Möglichkeiten, die zu beantworten. Vor dem Hintergrund bin ich in der Lage, einen PKW zu führen und den Arzt oder die Ärztin, die es dann beurteilt, oder die Straßenverkehrsbehörde, als Partner zu betrachten und nicht als
Behörde oder als Scharfrichter, der ihnen was nehmen will. Und es geht einfach darum, individuell zu gucken, inwieweit macht eine Anpassung des Fahrzeuges bei Schwerebeeinträchtigungen technisch wie strukturell oder aber ein Training oder aber eine Verhaltens- oder eine Fahrprüfung Sinn in dem Zusammenhang mit der Fahrerlaubnis wieder sicher umzugehen. Und sechste Botschaft, und dann wäre ich für den Passus allgemein schon gleich am Ende. Über alle Altersgruppen stellen Sie eigentlich fest, und das zunehmend mit Erfahrung im Straßenverkehr, dass die Menschen am Steuer in hohem Maße verantwortungsbewusst sind, wenn es darum geht zu beurteilen, ob sie heute fahren können oder nicht. Das wird sogar immer mehr, je älter man wird. Ist ein relativ verlässlicher Parameter, wenn man Menschen gegenübertritt, die schon mit Beeinträchtigungen ja, im Leben aufgefallen sind von sich selbst, dass da die Frage, kann ich denn heute meinen Pkw führen oder sollte ich eine Alternative suchen? Ja. Dass diese Frage sehr mit einem sehr hohen Verantwortungsbewusstsein beantwortet wird. Ja. Das war für den ersten Teil für mich relevant, die Kernbotschaft. Um Fahreignung und hereditäre Spinalparalyse im Allgemeinen einmal zum Thema zu machen. Ich kann Ihnen versichern, viele andere neurologische Erkrankungsgebiete, Schlaganfall, Parkinson, weniger MS, aber auch ja, neurodegenerative Erkrankungen mit Blick auf Demenzen, sind in dem Bereich ebenfalls sehr engagiert und sehr klärend unterwegs. Und brauche jetzt mal von Ihnen so ein Feedback, wo der Schuh drückt, wenn es um Fahreignungsuntersuchungen oder um Fahreignung von Genau-Pkw für den Allgemeinen geht. Gibt es da ein spezifisches Problem? Ja, bitte. Ich hätte eine Frage, und zwar gibt es da spezielle Fahrlehrer, die das überprüfen? Oder kann ich mich an jeden örtlichen wenden? Würden Sie die Frage gerade dann wiederholen? Aber natürlich. Sonst kriegen wir das nicht drauf. Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich habe früher immer gesagt, ich sage auch heute, Sie können sich an den Fahrlehrer Ihrer Wahl wenden. Die sind neutral, die haben eine Expertise, was die Beurteilung von Fahrleistung angeht. Manche sagen dann, oh, das traue ich mir nicht zu. Da fragt man sich natürlich, okay, so kann man das sehen. Letztendlich aber kommt doch der Prüfling auf den Fahrlehrer zu und sagt, guck mal, so wie du das tagtäglich machst, geht das auch für mich. Deshalb kenne ich eine Reihe von Fahrlehrern, mittlerweile mehr, die machen das. Und wenn sie sich nicht zutrauen, sagen sie nein. Hier traue ich Ihnen von vornherein nicht zu, dass Sie das vernünftig machen werden. Dann werde ich Ihnen das Zeugnis sicher aufstellen. Beispiel. Ich kenne einen Patienten, der einen Gesichtsfelddefekt hat. Also er sieht aufgrund eines Schlaganfallereignisses dieses Areal nicht mehr. Und er sieht partout nicht ein, dass das bedeutet, wenn ich diesen Teil nicht sehe, 2 bis 2,5 Sekunden später auf der Bremse für all das, was von da kommt. 2, 2,5 Sekunden bei 50 Stundenkilometer ist eine relevante Verlängerung des Bremswegs. Und Sie alle werden, wir sehen schon das zustimmende Nicken, sagen, naja, war schon manchmal ganz gut, dass ich schon merkte, hier ist was. Ja? Im Straßenverkehr, morgens um 8, die Kinder zur Schule gehen. Ne? Da hat der Fahrlehrer gesagt, nachdem ich mich negativ geäußert hatte, der Patient sehr empört war und der so die Konfrontation suchte, was mir auch recht ist, ich lasse mich auch gerne überzeugen, weil bin ich Verfolgungsbehörde, bin ich Polizei, sondern ja,
dass der Fahrlehrer rückwärts abgelehnt hat, mit ihm die Prüfung zu machen. Man gesagt hat, nein, hier gibt es einfach eine solche Beeinträchtigung, das halte ich grundsätzlich nicht für richtig. Die Augenärzte haben sich auch so geäußert. Und so muss man sagen, unter drei Aussagen, selbst bei einem, was selten ist, wirklich selten ist, bei einem Patienten, der nicht so verständlich ist, nicht so kooperativ, wie die wirklich allermeisten Patienten. Insofern, ja, Sie können auf jeden Fahrlehrer zugehen oder jede Fahrlehrerin und mit Ihnen so eine Vereignungssituation 90 Minuten in der Regel. Im eigenen oder im fremden PKW? Meistens ja im fremden PKW. Meistens in dem PKW, der vom Fahrlehrer benutzt wird. Wo gibt es da das Problem? Ja, ich würde meinen, nee, wollen, weil ich den schon habe. Auf Automatik. Okay. Und warum kann der Fahrlehrer nicht seinen Automatikwagen nehmen? Der hat keinen. Echt? Der ist halt. Das geht, also, naja, da würde ich jetzt spontan sagen, Fahrlehrerwechsel. Doch, Fahrlehrerwechsel. So, der möchte natürlich die Kontrolle behalten, weil es ja in der Summe noch nicht was auf ihn zukommt. Ne? Also stell mal vor, der geht da hin, ja, und setzt sich da einen Wagen, in seinen Wagen, und der Fahrlehrer rein, der Apple will plötzlich nur Witze machen. Weil er eine psychiatrische Erkrankung hat zum Beispiel. Ja? Das sieht man ja zuerst nicht. Ja? So, leicht fehleinschätzen, was Gefahrensituationen angeht, kann ich den Fahrlehrer, die Fahrlehrerin schon verstehen, dass sie ihre Bremse halten wollen. Ja? Da würde ich dann sagen, nee, als Fahrlehrer, ja, wir machen Automatik, ja, aber ich möchte meine Kontrolle zumindest für die ersten 5 Minuten des 90-minütigen Prozesses, um ungefähr einschätzen zu können, was jetzt auf mich zukommt, behalten. Da würde ich Ihnen jetzt wirklich sagen, ja, noch dazu, vielleicht auch Ansporn für den Fahrlehrer, weil ja immer mehr Automatikwagen auch zugelassen werden. Wird ja auch immer mehr Automatik auch gefahren. Aus verschiedenen Gründen. Ja, weil es entlastet natürlich in gewisser Weise. Ich bin immer noch Fahrer eines Schaltwagens, liegt aber daran, dass ich mich noch nie umgestellt habe. Aber auch ich überlege das beispielsweise, weil es viele Prozesse einfach im Straßenverkehr erleichtert. Ne? Also da wäre, ja, jeden, der auch einen Automatikwagen hat, damit die vergleichbaren Bedingungen für diese Testung möglich sind. Ne? Aber ich entscheide immer selber, ob ich gefahrfähig bin, ja. in dem Zeitpunkt. Ja, absolut. Also das ist Ihre persönliche Verantwortung. Ja? Und jetzt kommt bei vielen Angst auf. Geht das? Ja, das geht. In der Tat ist es so, dass viele Menschen sehr sorgfältig beurteilen, ob sie fahreignungstauglich sind, jeden Tag oder auch nicht. Ja? Und derjenige, der beispielsweise im Rahmen eines Alkoholmissbrauches nicht mehr ist und es trotzdem tut, muss sich individuell ja, rechtfertigen, warum er hier eine Ordnungswidrigkeit in der Straftat begangen hat. Davon spricht ihm niemand frei, wenn er das selbstständig beurteilt. Also ich bin nicht derjenige, der sozusagen mit der Strafverfolgungsbehörde kommt. Also auch wenn ich vom Kreis beauftragt werde zu beurteilen, gibt ja verschiedene Wege, einerseits können Sie zu einem Arzt oder Ärztin gehen, das beurteilt. Grundsätzlich gibt es auch ein Formular bei, also um die Kaskade nochmal kurz zu erläutern. Der Hausarzt oder die Hausärztin, der Allgemeinarzt, der niedergelassene Arzt, hat ein Formular zur Verfügung, in dem er kenntlich machen kann, ob er glaubt, dass jemand einen PKW nicht mehr führen kann. Ja? Das kann er also, seinen Zweifel kann er da äußern. So, wenn man es dann im nächsten Schritt wissen will von Seiten des Betroffenen, geht man zu jemandem, der eine Weiterbildung hat im Bereich Verkehrsmedizin. Der prüft dann unter verschiedenen Bedingungen, einschließlich meine Empfehlung, auch Reaktionszeit und Dauerbelastbarkeit testen lassen, weil das ist, man fährt nach 15 Minuten anders als nach einer Stunde und 30 Minuten. Ja? Komme ich sofort auf Sie zu. So. Und wenn man das dann
immer noch nicht sozusagen klar hat, dann gibt es eben auch noch den Gang zur Behörde, zum Straßenverkehrsamt, um dann nochmal extra gutachterlich das testen zu lassen. Das ist der erste Gang, wenn man beispielsweise den Führerschein verloren hat, ja, weil man zu viel Alkohol getrunken hat, ist das der erste Gang. Um da nochmal im Rahmen von Testverfahren deutlich zu machen, jetzt geht's wieder. Ja? Nachdem man die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht eingehalten hat, nachdem der Führerschein eingezogen wurde, nicht mehr Auto zu fahren. Ja? Das sind so die unterschiedlichen Gänge. Ja? Also Hausarzt, verkehrsmedizinisch geschulter, Behörde, das eine, aber das ist quasi, wenn man nicht im Straßenverkehr aufgefallen ist, wenn man im Straßenverkehr aufgefallen ist und hat seinen Führerschein verloren, geht man gleich an die behördliche Institution. Ist so. So, bei Ihnen ist es so. Gucken Sie, Fahrlehrer mit dem Automatikwagen, rauf geht's, aber Sie beurteilen das jeden Tag selbst. Und auch der Fahrlehrer, wenn er Ihnen das Zeugnis nicht ausstellt, kann Ihnen das nur sagen. Und wenn Sie bei klarem Verstand sind und können das beurteilen und gehen raus und sagen, so, das mache ich aber trotzdem, was ich will, ist das Ihre persönliche Verantwortung. Aber, ich muss sagen, diese Verantwortung persönlich wird von den allermeisten sehr, sehr ernst genommen und auch eingehalten. Ja, sehr klar. Ich habe bei Ihnen eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Wie ist das mit dem Elektrorollstuhl, wenn man da am Straßenverkehr teilnimmt? Würden Sie die Frage wiederholen? Genau. Wie ist es mit dem Elektrorollstuhl? Auch hier ist es so, dass es Ihre individuelle Verantwortung ist, mit dem Elektrorollstuhl entsprechend der Straßenverkehrsordnung umzugehen. Und auch da ist es so, wenn Sie das Gefühl haben, ich komme dem nicht mehr nach, sprechen Sie mit dem niedergelassenen, mit dem Hausarzt, mit dem Ihren betreuenden Arzt, ob er diese Bedenken teilt, und dann durchläuft dieses Kaskade wieder, Gutachtenanfrage beim zuständigen Verkehrsmediziner, der dementsprechend weitergebildet ist, wenn es da keine Klage gibt, eben zur Behörde. Wenn Sie im Straßenverkehr auffallen, dann leitet der Kreis, die Stadt, ja, nachdem die Polizei dementsprechendes in die Wege geleitet hat, eine gutachterliche Beurteilung und eine entsprechende Schulung an. Ja? Weil mit einem Elektrorollstuhl am Straßenverkehr teilzunehmen unterliegt genauso der Kontrolle, wie letztendlich auch mit einem E-Roller am Straßenverkehr teilzunehmen. Ich bin mir nicht darüber im Klaren, ob das in der Konsequenz alles so durchgeführt und einhalten wird. Auf der anderen Seite empfinde ich Sie jetzt als sehr verantwortungsbewusst, wenn Sie diese Frage stellen. Und wenn Sie Zweifel haben, bin ich mir ziemlich sicher, werden Sie den von mir beschriebenen Weg gehen. Ja? Ich frage deshalb, weil mir das mal verboten wurde, weil ich am Anfang sozusagen, der war ganz neu. Ich bin rausgefahren und da meinte die Ego-Therapeutin, aber danach habe ich das gelernt und konnte das. Erste Botschaft, kann der Arzt Ihnen verbieten, einen Elektrorollstuhl zu fahren? Er kann Ihnen nur eine Empfehlung aussprechen. Und wenn Sie daran Zweifel haben und Sie als Person unterliegen da einer gewissen Integrität, und ich meine, kann ja auch für HSP-Patienten deutlich sagen, dass die Hirnleistungsfähigkeit top, top, top ist. Ja? Und dass, wenn es da Beeinträchtigungen gibt, dass auch im Rahmen anderer Erkrankungen, die man erwerben kann, auch zu sehen ist und nicht die Regel ist, dass es da beeinträchtigt. Wenn Sie aber das Gefühl haben, ich kann das, dann haben Sie mit dem Hausarzt, mit der Verkehrsmedizinerin oder dem Verkehrsmediziner einen klaren Ansprechpartner, wo Sie es klären können. Es ist mir auch schon in der eigenen Reha-Klinik passiert, dass gesagt wurde, von ärztlicher Seite aus, nee, der Rollstuhl, das geht nicht, der Elektrorollstuhl, können Sie hier nicht nutzen, weil es zu gefährlich. Und kann man sich fragen, okay, wo kommt er denn her? 10 Jahre hat er den Elektrorollstuhl
in seinem eigenen persönlichen Umfeld genutzt, sagen wir mal, ja, in einer Großstadt mit permanenten Herausforderungen, alles ging gut. Wie will ich denn jetzt deutlich machen, dass es in einer Rehabilitationseinrichtung sich nicht mehr geht? Ja? Barrierefrei. Darf man durchaus hinterfragen. Man sieht ja jetzt in dem Fall, wahrscheinlich hat die Ergotherapeutin sich erstmal erschreckt und für sich erstmal eine Abwehr erzeugt. Bedeutet aber nicht, dass das jetzt irgendeinen Zugriff für sie bedeutet. Ja? Sondern das ist individuell von ihm zu beurteilen, bei Zweifeln, den beschriebenen Wert und den Weg. Und der einzige Bereich, der das kann, ist die Polizei. Klar, die Polizei sagt, bitte bringen Sie mir Ihren Elektrorollstuhl, Sie können das nicht mehr, ich sorge dafür, dass Sie anders nach Hause kommen, dann darf man nicht Nein sagen. Aber man darf, glaube ich, grundsätzlich nicht Nein sagen, wenn die Polizei einem was sagt. Echt? Ja, das löst das Problem nicht, sagen wir so. Ja. Also insofern, es schafft neue Probleme. Okay? Denn Sie haben es ja gut gemacht. Ja. Wahrscheinlich auch unverzeihlich. Nein, natürlich nicht. Ja, also, ja. Sie haben noch eine Frage. Ja, ich hätte das nochmal hier in Bezug auf Automatik. Wenn Sie als Verkehrsmediziner erfahren, oder es kommt jemand zu Ihnen, oder es wird angeleiert, dass die Person zu Ihnen kommen muss, und der Fahrzeugführer kann mit dem linken Fuß normalerweise hier die Kupplung treten müsste, nicht richtig betätigen. Können Sie dann sagen, er kann Auto fahren, aber nur mit Automatik? Genau. Dann gebe ich eine Empfehlung, Schlüsselnummer, Wagen ist umgerüstet, fährt auf Automatik. Würden Sie die Fragen bitte immer wiederholen? Hier war die Frage, wenn jemand kommt, gut, dass Sie mich darauf hinweisen. Bin dann manchmal im Fluss. Ne? Im Fluss. So, hier kam die Frage, rechte Frage auf, was ist, wenn jemand quasi den linken Fuß, mit dem er die Kupplung treten würde, ja, nicht mehr benutzen kann? Schwierigkeiten. Oder Schwierigkeiten. Kann man dann die Empfehlung aussprechen von Seiten des Verkehrsmediziners auf Umrüstung des Wagens auf einen Automatikwagen? Ja, kann man. Definitiv. Man wird für die Kosten mit herangezogen, es gibt aber auch Unterstützung dafür. Weil zählt Barrierefreiheit. So? Da gibt es auch höchstrichterliche Rechtsprechung zu. Barrierefreiheit ist das Entscheidende. Da wird man auch unterstützt. Da muss man dann zu einem zertifizierten Techniker, einem Automobiltechniker gehen und dann mit ihm diese Änderung besprechen. Meine Erfahrung geht dann auch dafür zu sorgen, dass man dann die entsprechende prüfende Behörde da mit einbezieht. Denn wenn das Fahrzeug umgerüstet wurde, muss es natürlich nochmal geprüft werden, muss es zum TÜV. Die müssen gucken, ob das so in Ordnung ist. Das kann man nicht einfach so, sondern das muss genau geprüft werden, da muss es dann auch ein neues Siegel geben, eine neue Plakette. Ne? Und das muss in den Papieren stehen. Die Schlüsselnummern dann stehen dann auch in den Papieren. Ja? Ganz explizit. Würde ich auch zur eigenen Sicherheit, zur eigenen Unterstützung immer so machen. Ja? Das ist ganz wichtig. Ja, von Ihrer Seite. Ist es dann mal logisch erkannt, sinnvoll, so ein Zertifikat in der Tasche zu haben, falls was passiert? Oder ist das eigentlich nicht? Also meine Erfahrung, also die Frage ist, ob man sozusagen das Zertifikat dann oder die Dokumente in der Tasche haben muss. Also meine Erfahrung geht dahin, dass es bei Unfallsituationen dann im Nachgang zu Nachfragen kommt. Wenn man also das Zertifikat zu Hause hat, an einem sicheren Ort, wo man immer wieder weiß, wo es ist, reicht das völlig. Da es im Fahrzeug Schein mit drin steht, da stehen ja Schlüsselnummern, wenn wir gucken, letzte Seite, da gibt es so Schlüsselnummern, also Seehilfe haben, Bürgerrecht haben, steht da ja alles drin, mit entsprechenden Nummern, wird das da auch eingetragen. Sodass wir, wenn wir dann eine Prüfung, zum Beispiel eine gutachterliche oder eine neurologische Untersuchung mit Prüfung der Fahreignung durchführen, lassen wir uns regelmäßig auch die Führerscheine zeigen und machen Kopien, um zu sehen, welche Schlüsselnummern stehen da fix drin. Und das nur noch eine sehr, sehr hohe Genauigkeit, was da drin steht. Ja? Also auch Brillenangabe, auch Hörgeräteangabe, solche Dinge, stehen da definitiv drin. Ja? Und es gibt auch Empfehlungen vom Kraftfahrzeugbundesamt, was man für einzelne Handicap-Symptombereiche, also fehlendes Bein oder parallel zu setzen, vollständige Lähmung eines Beines, ja,
was man dann an Ergänzungen dazu beantragen hat, bis zu spezifischen technischen Einsätzen bezüglich der Rollspiegeleinstellung oder der Heizungsoptionen. Ist ja klar, wenn man in einem Wagen sitzt, dass jemand nicht unmittelbar rauskommt, wenn man eine Lähmung von Armen und Beinen, von Beinen beispielsweise hat, weniger von Armen. Und man kommt in eine Krisensituation. Wie macht man es dann mit der Heizung? Die Heizung muss anders geschaltet sein als üblicherweise, damit es nicht irgendwie eine Kältesituation ist, man kommt dann nicht mehr aus dem Auto raus und hat dann Probleme, die Raumtemperatur, die Warenraumtemperatur zu halten. Solche Dinge sind explizit da geregelt. Ich kann mich gut an einen Fall erinnern, wo jemand quasi mit einem Elektrorollstuhl in den Wagen reingefahren ist und sich dann mit Hilfe seiner auch eingeschränkten oberen Extremität umzusetzen in den Fahrersitz, Beine konnte er nicht bewegen, um dann mit Handschaltungen entsprechend am Lenker den Wagen zu betätigen, wo er aber auch mittels der Feinmotorik in einer Hand steuern konnte, die Fensterheber, als auch den Rückspiegel, und zwar 1, 2, 3, ja, als auch Blinker, als auch Schaltung, als auch Heizung. Ja? Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, weil Ziel ist barrierefrei. Ganz, ja, ja bitte. Wo kriege ich den Unterstützung, wenn ich jetzt ein Auto umbauen lassen würde? Weil es der Sinn und Zweck der Barrierefreiheit erhalten werden soll. Gut, also meine Frage bitte wiederholen. Genau. Also, wo kriege ich Unterstützung? Wo kriege ich Unterstützung? Top, top. Körperliche und geistige Eignung, super. Ja. Aber eigentlich merkt es jetzt geringer aus, wenn man kriegt. Nein, genau. Ja, gut. Also, was man machen kann, ist zur dementsprechenden Straßenverkehrsbehörde zu gehen und zu sagen, hier und die Änderungen sind bei meinem Wagen durchzuführen. Können Sie mir eine Liste geben von Firmen der näheren Umgebung, die das durchführen? Weil die Straßenverkehrsbehörde hat natürlich auch Erfahrung, mit wem sie das macht. Ja? Das ist nicht jeder Werkstatt-Spezialität. Sodass man in der Regel in Oberberg und Umgebung hatten wir so 5 Werkstätten. Jetzt hier in Ostwestfalen kenne ich 2 oder 3. Da gibt es noch mehr. Ja? Aber die habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, dass sie das explizit machen. Und die setzen sich dann mit einem zusammen, ja, und dann wird ein Kostenvorschlag gemacht und dann geht man damit zur Behörde und zur Krankenkasse und vor allem zur Krankenkasse und klärt einfach mal, wie viel an Geld sie bereit sind, das da zu übernehmen. Oder aber, wenn sie noch im berufstätigen Alter sind, Rentenversicherung. Ne? Das ist ein Unterschied. Im berufstätigen Alter ist ja die Rentenversicherung eben für ihre berufliche Tätigkeit mit zuständig, dann an die Rentenversicherung da herantreten. Die werden von ihrer Seite auch nochmal prüfen, ganz klar. Das müssen die auch zum Selbstschutz, können die jedes Angebot übernehmen, bevor bei Ihnen. Ich möchte dazu was sagen. Ja, gerne. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren eine Rollstuhlverladehilfe bekommen. Ja. Ich arbeite noch, bin Beamtin und habe mich dann ans Integrationsamt gewendet. Ja. Kein Thema. Übernommen. Ja. Ja. Das waren über 25.000 Euro. Ja. Also, wie viel hast du gelernt? Auch Integrationsamt will hinzuziehen. Ja. Und man muss arbeiten. Ne? Ja, wenn man das nicht mehr machen kann. Na, aber so, hat man erstmal Diskussionsstoff mit den zuständigen Kostenträgern. Ja. Ja, aber auch da muss man sagen, Mühe mal langsam. Diese Anspruchssituation, die wir jetzt auf das Führen eines PKWs haben, ist eine völlig andere. Ich habe die Frage nicht wiederholt, ne? Das ist die Frage. Das war der sekundäre Effekt. Ob das Integrationsamt da auch helfen kann, da wurde ein Beispiel genannt. Ja, das Integrationsamt kann auch helfen. Und jetzt kommt die Frage auf, wenn man nicht mehr arbeitet, hat man ein Problem. Das ist grundsätzlich so, dass die Zuständigkeiten, gerade noch bei Berufstätigkeit, werden noch anders verteilt als bei Nicht-Berufstätigkeit und auch die Bereitschaft zu unterstützen, anders wahrgenommen als
bei Nichtberufstätigkeit, da muss man eben sagen, hier hat sich der Anspruch der Bevölkerung deutlich verändert. Auch bis ins hohe Alter wird die Bereitschaft sehr ernst genommen, PKW zu führen. Und da müssen wir weiter mit den Kostenträgern gemeinsam ringen. Und so wie sie manche Entscheidungen auch kämpferisch begleitet haben, manchmal mit gutem Ausgang, manchmal mit nicht so gutem Ausgang, wird auch das ein Punkt sein, wo wir systematisch mit den Gerichten, wie auch mit den Kostenträgern, uns austauschen werden. Nur das Sozialgericht sind 4 bis 5 Jahre, ne? Ja. Ja, richtig. Da kann man auf schnelle Einigung nicht hoffen. Da geht es genau zu taxieren, okay, kann ich das erstmal übernehmen, um es dann später mir zurückzahlen zu lassen? Und das muss immer abgewogen werden. In den allermeisten Fällen wird es so gemacht. In ganz extremen Fällen, wenn es um die Zehntausende geht, gibt es dann Schwierigkeiten. Ja? Wobei überall da, wo es auch hohe Kosten impliziert hat, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Betroffenen sich da sehr gut geholfen haben, um es im Sozialgerichtsverfahren zurückzubekommen. Auch in sehr vielen Fällen. Auch in sehr vielen Fällen. Für jede Änderung, die man möchte, die aber nicht in den Empfehlungen steht, kann ich natürlich nicht die Verantwortung übernehmen. Ja? Aber ich muss schon sagen, die Empfehlungen des Kraftfahrzeugbundesamtes bezüglich der Umrüstungssituation bei spezifischen Beeinträchtigungen der körperlichen Leistungsfähigkeiten sind ausgefeilt, sehr differenziert und sind auch von den ausführenden Betrieben wie auch von den kontrollierenden Einrichtungen verstanden. Das heißt, die gucken entsprechend dieses Kataloges ganz genau und achten auch darauf, dass das technisch top, top, top ist. Okay? Hier war noch eine Frage, ja? Das war nicht. Also gut, okay. Ich habe vor ein paar Jahren überlegt, ob ich die rosa-rote Brille trage, wenn ich denke, dass ich gut Auto fahre, und bin an mehreren Stationen, habe ich mal nachgefragt und bin bei der Führerscheinstelle nachher gelandet. Und da sagte die Dame zu mir, dass man mir eigentlich, also unter der Hand jetzt eigentlich mir den Führerschein entziehen müsste. Ich müsste einen Neurologen mit verkehrstechnischer Ausbildung oder so aufsuchen. Der müsste das testen, da müsste ich einen Fahrtest machen. Ich war völlig genervt, ich habe irgendwie über den ADAC einen besonders ausgebildeten Fahrlehrer gefunden, das ist wahrscheinlich das, was Sie sagen, und habe mich testen lassen und habe ein OK gekriegt, das habe ich jetzt auch mehrfach wiederholt. Jetzt habe ich Angst vor der Führerscheinstelle oder irgendeinem Polizeiwagen, der mich laufen sieht und sagt, jetzt müssen Sie sofort den Führerschein entziehen, das kann nicht passieren. Also, und wer trägt diese Kosten für die mehrfache Untersuchung? Die Frage war, tragen einer rosa-roten Brille, warum rosa-rote Brille? Wenn ich denke, dass ich gut Auto fahre. Ja. Mit der rosa-roten Brille? Das ist ja auch. Ja. Das müssen wir uns fahren tatsächlich wie der Hänger und aber denke, dass ich gut fahre. Nein. Also die rosa-rote Brille hat damit nichts zu tun. Das war wirklich gemeint. Das war wirklich gemeint. Ich habe jetzt irgendwie an eine Fahrzeugstörung. Nein. So. Und welche Beeinträchtigungen spüren Sie für das Führen eines PKW? Keine. Im Auto habe ich nichts. Gut. So. Und warum hat die Sachbearbeiterin dann hätte, wäre, wenn gesagt? Man hätte, wäre, wenn, ist eine Situation total doof. Entweder ist oder ist nicht. Also es schien ein bisschen, dass sie freundlich sein wollte. Hilft ja nicht. Weil wenn ich sage ist, Unterschrift drunter. Wenn ich sage ist nicht, auch Unterschrift drunter. Weil ich kann sie ja nicht mit so einer hätte, wäre, wenn Äußerung in die in den Horizont reiten lassen, nicht Auto fahren lassen. Da muss ich ja schon Mutterbeinefische sagen, warum geht es denn nicht? So, insofern muss man sagen, ist die Äußerung der Sachbearbeiterin nicht hilfreich. Was sie gemacht haben, ist völlig richtig. Sie haben sich einer individuellen Prüfung unterzogen, mindestens einem vom ADAC, speziell dafür geschulten Fahrlehrer, was nicht immer sein muss, aber hier hat man wieder einen Tipp, was man machen kann. Ich habe die nie bisher hinzugezogen, aber ich merke mir das jetzt einfach mal. Ich habe da einen Patienten, wo es wirklich ein bisschen hin und her geht, wo die Augenärzte sich auch nicht aufnähern und so, der relativ gut E-Rollstuhl fährt,
Wie viele Stundenkilometer haben Sie? 6 Stundenkilometer. Sechs, ja, der hat doch ein bisschen mehr, 10, glaube ich. Normal. Ja? So. Ja, das wird nur für den Krankenkassenbezahl. 6, nur 6 und nur Krankenkassen. 10 ist dann, geht nicht mehr. Nein, 10 beziehungsweise zum Sanitätsversagen. Okay, auch wieder aufgelernt. Also Sie sehen, Sie sind der Experten, Sie bringen mir was bei. So. Also mit dem ADAC gemacht, sehr gut. Der hat mir auch ein Zeugnis ausgestellt. Das zählt. Definitiv. Und wenn Sie eine Verkehrs- und Ordnungswidrigkeit begehen, dann muss die Polizei das beurteilen, was Sie da gemacht haben. Klar, wenn Sie bei Rot über die Ampel fahren und die haben das gesehen. Bisschen Spätbremsen passiert anderen Leuten auch. Das könnte mir theoretisch auch irgendwann passieren. Ja gut, aber das passiert anderen Leuten auch. Da muss man eben das unmittelbare Delikt, das da eingetreten ist, ja, muss man eben... Entscheidung. Im Einzelnen muss die Polizei das beurteilen, was angemessen ist. Aber sie beurteilt das so wie bei mir. Weil sie per se in der Lage sind, einen Pkw zu führen. Könnte ich so ein Papier auch in englischer Sprache bekommen, um mein Auto im Ausland zu nutzen? Da würde ich sagen, ja, können Sie. Dann würde ich beim ADAC nachfragen. Der kann Ihnen das ja auch beglaubigen. Mhm. Ja? Weil der ADAC ja grundsätzlich multinational arbeitet. Und so wie es Plaketten gibt, gibt es eben auch Zertifikate. Ja, das können Sie. Ja, es geht. Ja, nur wenn ich dann eine Sekunde zu spät bei Rot über die Ampel gefahren bin, die Gegenseite wird ja in jedem Fall versuchen, das auf die Behinderung zurückzuführen. Dann bei der Gegenseite. Nicht unbedingt. Das ist eher so, die ist immer schön. Ja, aber das kann, da kann man sich dagegen wehren. Ja, ja, weil, ja. Weil kann mir auch passieren, dass ich hier eine Sekunde zu spät. Ja. Und das Erste, was die Polizei verurteilen wird, haben Sie es gesehen. Und das sehen Sie bei Ihnen ja nicht beeinträchtigt. Und wenn Sie sagen, ich habe es einfach nicht wahrgenommen, dann ist das ein Fahrfehler, wie ich ihn auch begehe. Und der hat also nichts, auch da geht wieder Barrierefreiheit, ja, hat nichts mit Ihrer unmittelbaren, die Frage, hat nichts mit der unmittelbaren Beeinträchtigung zu tun. Ja. Thema Cannabis. Wer hat da mit dem Thema Cannabis zu tun? Legal zu tun. Legal. Ja, ich habe damit zu tun. Sativex oder? Sativex oder? Nein. CBD. CBD. Als Therapeutikum. Als CBD-Öl, das ist nicht süchtig machen. Nicht heilmachend und hat einen positiven Effekt. Auf die Schmerzen? Bei mir nicht auf die Schmerzen, weil ich keine Schmerzen habe, sondern auf die Problematik, dass die Beine sich selbstständig machen und anfangen zu zucken. Das Thema Klonus, was bei den HSB-Lern häufig ein Standardthema ist, immer wieder mit Restless Legs verwechselt wird. Und die kriegt man über CBD-Öl relativ gut in den Griff. Es gibt andere, die schwören da auf Sativex oder was auch immer, Dronabinol. Da ist aber THC drin und das THC möchte ich nicht haben. Und ich komme mit dem CBD-Öl hervorragend klar. Ja, also ich denke, da ist dann auch überhaupt von Ihrer Seite aus nicht der Eindruck, dass die Fahreignung dadurch herabgesetzt ist. Nein, es ist nicht, wird bezeichnet als Nahrungsergänzungsmittel, hat keinen Suchtfaktor, keinen Beeinträchtigungsfaktor. Aber ein Wirkfaktor, ich will nur den Wirkfaktor. Also das muss man jetzt grundsätzlich so verweilen. Hier kam eben der Ansatz auf, dass das Cannabidiol als Öl gegen die Klonie zu nehmen in den Beinen, also die Muskelzuckungen, das ist sehr wirksam. Das Cannabidiol ist eine Substanz, die auch im Cannabis enthalten ist, aber eben keine suchterzeugende, keine halluzinogene Wirkung hat. Und die Wahrscheinlichkeit also, dass dadurch das Bewusstsein verändert wird, ist extremst niedrig. Und hier ganz klar, der Betroffene beurteilt für sich, kann ich Auto fahren, ja oder nein. Er sieht das aufgrund seiner Erfahrung, er kann es.
macht auch pharmakologisch absolut Sinn und macht es. Kein Problem. Ja? Ja, es ist da kein Suchtfaktor drin. Ich habe vor Jahren THC-Präparat genutzt, nur sehr kurz. Das war das Dronabinol, hat der ein oder andere schon mal gehört. Ich bin damit auch ganz normal, in Anführungsstrichen, Auto gefahren und merkte, dass ich auf der Autobahn in einer Kurve, die ich normalerweise mit 120 fahre, unbeabsichtigt mit 180 unterwegs war und habe dann gedacht, oh, das ist nichts, das könnte an dem Dronabinol, also am THC liegen. Ich habe das wieder aufgehört, die 180 gab es bei mir in der Kurve nicht mehr. Nee, das war wirklich unbeabsichtigt, reine Fahrlässigkeit. Und das habe ich auf Dronabinol geschoben, bitte? Euphorie war es. Wie auch immer man das bezeichnen will, so euphorisch bin ich sonst nicht, aber das kam dann eben durch das THC. Ja. So, hier haben Sie Ihre Eignung in Frage gestellt. Als Sie mit Dronabinol angefangen haben, ist Ihnen das verschrieben worden? Ja, ja, nur, das steht ja dann nicht anders. Gab es dann auch die Information hier? Eindeutig ja. Eindeutig, ne? Wir hatten die Information auch selbst. Ich erzähle das, was ich gerade erzählt habe, auch jedem, der mit der Frage auf uns zukommt, damit jeder das Handicap von vornherein erkennt. Das Handicap, wie gesagt, gibt es beim CBD-Öl überhaupt nicht. Und das muss man sagen, hier sieht man eben, mit welcher hohen Sorgfalt Betroffene selbstkritisch dann damit umgehen, denn auch bei anderen Substanzen, Antidepressiva beispielsweise, wo wir die Information geben, hier kann die Fahreignung bedingt herabsetzen, ja, ist es dann nach Kenntnisnahme dieser Information wichtig, dass der Betroffene seiner Verantwortung danach kommt. Ne? Dass er ist geeignet, er ist geistig geeignet, er kann es begreifen, er ist charakterlich geeignet, nötige Selbstkritik, und er ist körperlich geeignet, das einzuschätzen. Das ist ja was anderes. Beispielsweise, es gibt, wie jetzt bei manchen Diabetespatienten, Zuckererkrankten, im Verlauf mancher Zuckererkrankten gibt es so plötzliche Hypoglykämiephasen. Zack, wechselt. Ja? Aufgrund einer plötzlichen Schwankung im Blutzuckerspiegel. Das ist dann zum Beispiel da, liegt ein Problem. Ja? Wie man damit langfristig umgeht, vor wieder und der Fahreignung. Und das ist ja hier überhaupt nicht gegeben. Ach ja, Cannabis kann ja im Blut nachgewiesen werden, ja, wenn man Rauschmittel genutzt hat. Ich hab mich gescheut, CBD-Öl zu nutzen, weil ich dachte, dass das vielleicht als Cannabis nachgewiesen werden kann. Bitte wiederholen. Bitte wiederholen. Genau. Also, ist die Frage, Cannabidiol, kann das nachgewiesen werden im Blut? Ja. Kann das auch THC-Spuren geben? Ich meine, nein. Sollte man deshalb von Cannabidiol zurücktreten? Nein, sollte man nicht, weil es hilft, mit dem Arzt besprechen, dass man es gerne einsetzen möchte, ausprobieren möchte. Ja. Der Arzt verordnet es nicht. Nee. Cannabidiol ist kein Medikament. Die wenigsten Ärzte können mit dem Begriff überhaupt was anfangen. Und wenn sie es mit was anfangen können, sagen sie, wir haben kein Erfahrungspotenzial. Musst du selbst ausprobieren. Ich kann es auch nicht verordnen, weil es eben kein Medikament ist. Und deshalb muss man sich das irgendwo problemlos im... Kein Rauschmittel im Blut. Nein, ist nicht, sag ich ja eben. Über die Drogerie oder worüber? Nein, das Schlaueste ist... Das Schlauste ist wirklich, das über das Internet zu kaufen. Ja. Wobei die Seite, die wir empfohlen haben, ein sauberes CBD-Öl ist. Das ist ein CBD-Öl, was kommt aus Österreich. Man kann das Zeug, oder man konnte es bis vor ein paar Monaten über eBay kriegen. Man konnte es über Amazon kriegen. Amazon hat es rausgenommen. eBay gibt es das wohl nach wie vor noch. Gefahr ist, dass die Präparate dort zwar 2 Euro billiger sind, aber häufig gepanscht sind. Also dann wieder und dann ist da THC mit drin. Dann bitte die Finger davon lassen. Eine Bekannte von mir, die es genutzt hat, wollte die 2 Euro sparen, hat das irgendwo anders gekauft
und hat gravierende Hautausschläge gekriegt. Hat das dann auf CBD-Öl geschoben, war auch, aber lag daran, dass das falsche Präparat gewählt wurde. Bitte, bitte nutzt das, was wir bei uns auf der Internetseite im Forum stehen haben. Das ist absolut sauber und ist wirklich gut. Ist dazu nochmal was sagen? Erstmal die Frage muss ich wiederholen. Also, hier wurde nochmal deutlich gemacht, dass von Seiten der behandelnden Ärzte sehr wenig oder keine Erfahrung grundsätzlich, was Cannabidiol angeht, als Öl vorhanden ist, die das ablehnen. Und deshalb muss man, war die Empfehlung, sich das Cannabidiol, weil es die Verordnung gibt, selbst besorgen, übers Internet und da eben auch genau auf die Reinheit des Präparates achten. Und da würde die Homepage der HSP einem den entsprechenden Link geben. Ja, was wir machen. Das Forum. Ne? Ja, das Forum. Im Forum steht's. So, und jetzt, um das nochmal kurz zu Ende zu führen, also mit dem behandelnden Arzt besprechen, dass man das möchte, dass der informiert ist. Er wird sehr wahrscheinlich so reagieren, wie eben auch postuliert. Ich habe keine Erfahrung damit. Aber lassen Sie ihn durchaus Anteil nehmen, denn dieser Markt ist in schwerer Veränderung und darf nicht an uns so vorbeilaufen. Ja? Weil wir müssen von den positiven Erfahrungen auch profitieren, die sie haben, damit wir langfristig auch kompetenter wieder sind. Ja? Grundsätzlich, wenn Sie also ein Präparat anwenden, auch ein Öl, ja? Auch ein Öl kann mit entsprechenden Substanzen eine halluzinogene Wirkung entfalten. Hier, das kann der Cannabidiol eben nicht. Erstmal die ersten Tage hohes Kontrollverhalten, was das Autofahren angeht. Um mal zu sehen, wie kann ich denn damit am besten umgehen. Wenn ich dann merke, ich kann es kontrollieren, dann eben wieder in die Normalität umschalten. Okay? Wer hat noch Fragen? Doch, Silvio. Wir haben es bei unserer Apotheke versucht zu bekommen und die haben das also gesagt, sie hätten es gehabt, aber gesetzmäßig wäre noch nicht alles geklärt und sie haben es wieder aus dem Verkauf genommen. Dann bin ich zu einer anderen Apotheke gegangen, der Nummer kleiner, habe ich es gekriegt. Ne? Also man muss jetzt sagen, und fahre mal. Da gibt es ja glaube ich, drei verschiedene Stärken, 10, 15 und weiß ich nicht, 100 oder 50 oder... Macht es, wie gesagt, wirklich über die Seite im Internet. Ja. Die ist sauber und da gibt es nicht nur die zwei oder drei verschiedenen Stärken. Ist viel, sehr viel vielfältiger. Und wie oft muss man das nehmen oder sollte man das nehmen? Ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung reden. Das Zucken an den Beinen habe ich immer am späten Nachmittag und in der Nacht. Ich nehme das vorm Schlafen gehen. Ich nehme nicht mehr als 5 Tropfen und damit habe ich Ruhe. Hier war jetzt die Frage, wie verhält man sich der einzelnen Apotheke gegenüber? Und da war die Auskunft, die eine hat es, die andere hat es nicht. Und ich glaube, das ist eine Stärke der Selbsthilfegruppe. Apotheken haben im Augenblick, seit mehreren Jahren, mit vielen Faktoren zu kämpfen. Nicht jede Substanz, die verschrieben wird, ist unmittelbar zu bekommen. Es gibt da auch Schwierigkeiten in den Lieferwegen, sodass je nachdem wie groß die Apotheke ist, das auch viel Arbeitskraft bindet. Und dann gibt es eben in der Umsetzung des Einsatzes von THC noch Schwierigkeiten in der Bewilligung, in der Kostenübernahme, im Handling mit den Kostenträgern. Deshalb versuchen die Apotheken zum Teil für sich die Wege machbar zu gestalten. Man kann schon mal sagen, dass in der einen Apotheke das kriegen, in der anderen Apotheke nicht. Da finde ich, ist aber der Weg über die Selbsthilfegruppe und die Empfehlungen von Betroffener zu Betroffener Seite aus zielführend. Weil da ist viel Sachkompetenz und ich glaube, es ist notwendig, da die sicheren etablierten Wege zu nehmen. Herr Doktor, ich habe ein anderes Thema jetzt. Okay. Wir sind in Zeitnot. Okay. Wie viel habe ich noch? Nichts. So interessant das Thema jetzt ist. Aber leider. Also sollten wir es doch. Wollen wir es eigentlich machen? Wir wollen noch einmal kurz über Rehabilitation fahren.
und so weiter Punkte besprechen. Ja, also die Frage war, wir sind in Zeitnot. Ja, sind wir. Aber ich finde die eine oder andere Frage, was denn? Gibt es Gründe, zwei Fragen noch. Gibt es Gründe, warum man das nicht nehmen darf? Cannabis. Ja, das ohne das Öl sicherlich, also alles, was mit Cannabidiol zusammenhängt, das Spaß mit reduziert ist, hat sich eigentlich auch wieder Sativex gut bewährt. Was ich jetzt auch nochmal mitgenommen habe, ist, wenn Sie, insofern ist es auch für mich wichtig, dass ich mich mit dem Thema Hörmehr befasse, aber was mir zum Beispiel nicht klar war, das habe ich jetzt in Stuttgart gelernt, wenn Sie dann in ein Land reisen wollen, in dem die Nutzung von Substanzen, die bewusstseinsverändernd sind, unter dem Aspekt THC, unter Strafe gestellt sind, da könnte man ein Problem bekommen. Also es ist, glaube ich, so, das war die für Thailand. Ja, also da gab es die Aussage, bitte da nicht hinfahren, ja, mit Sativex. Ja. Weil es kann schon ein Problem geben. In Europa, in den Vereinigten Staaten ist ja die Dokumentation, dass es für medizinische Zwecke notwendig ist, ja, ausreichend, um vor Verfolgung der Polizei zu schützen. Aber hier gilt es in dieser sich sehr verändernden Zeit absolut sorgfältig zu sein. Ja? Und für die Einhaltung der Dokumentationspflicht auch selbst zu sorgen. Das wäre ein Grund. Dann wäre für mich ein Grund, wenn man jetzt nicht den Zielparameter Schmerz, Spannungsreduktion oder Klonie hat, ja, oder eben in einer palliativen Situation, also in einer lebenszeitbegrenzten Situation sich befindet. Das sind ja, also wenn es um Ernährungsfragen geht, Appetitsteigerung und solche Dinge, das sind also die ungefähren Indikationsbereiche für die Nutzung von Cannabis. Daneben gibt es eben so einen Graubereich, wo die Leute eben anfangen, doch, ich hätte das ganz gerne. Und da bin ich skeptisch, ob wir ja, da diese breite Nutzung zulassen sollen. Ich bin deshalb so ein bisschen skeptisch, weil um Cannabis herum das Thema ganz schnell zum Hype wird. Also es gab mal eine Zeit, wo Cannabis und Kopfschmerz sehr eng miteinander verbunden wurden. Und als das Thema dann vom Tisch war, hatte plötzlich irgendwie keiner mehr Bedürfnis, Cannabis zu nehmen gegen Kopfschmerzen. Ja? Also da rutscht man sehr leicht auch in so eine Maschinerie rein. Und da finde ich, hat die HSB Selbsthilfegruppe, da haben die HSB Betroffenen einen sehr guten Job gemacht, indem sie gesagt hat, wir haben unsere Einzelindikationen, Einzelsymptome, die uns erfahrungsgemäß sehr gut weiterhelfen. Und wir bestehen auch darauf, dass das so weitergeführt wird. No? Darf ich einen Hinweis noch geben? Gerne. Wir im Gen mit HSB weisen bewusst immer darauf hin, wenn jemand Cannabispräparat mit THC nimmt, also zum Beispiel Dronabinol oder Sativex, bitte habt beim Autofahren dann immer eine Kopie vom Rezept dabei. Wenn ihr angehalten werdet und da irgendwo eine Kontrolle kommt, solltet ihr das Rezept vorlegen können, denn dann heißt das, ihr nehmt das, weil es medizinisch notwendig ist. Nicht vergessen, wirklich immer eine Kopie vom Rezept dabei haben. Also ich erlebe die Polizei sehr differenziert in der Betrachtung. Also insofern kann da ein gewisses Maß an Auskunftsfähigkeit nicht schaden. Ich muss aber auch sagen, dass wir haben es ja beim S-Patienten, haben wir Sativex ja im Einsatz. Und der THC-Anteil im Sativex ist ja nochmal, ja, genau. Ja. Trotz Aufklärung eben und nochmal Sensibilität erzeugend dafür, dass da ein bisschen THC drin ist, habe ich MS-Patienten, die Sativex genommen haben, auch in der Dosissteigerung als hochverantwortungsbewusst beim Führen eines PKWs erlebt. Und mir ist bisher noch kein Fall
der Unfallerzeugung unterbekommen, muss ich sagen. Auch nicht gehört. Was wir eben manchmal haben, ist im Rahmen von plötzlichen gesundheitlichen Veränderungen, Herz-Kreislauf-Probleme, Synkopen, Bewusstseinsstörungen, die relativ häufig in der Bevölkerung sind, dass deshalb der Kontrollverlust über den PKW vorhanden ist. In ganz seltenen Fällen auch bei einem epileptischen Anfall. Aber im Vergleich zu den erstgenannten Synkopen und Herzprobleme sind auch die Epilepsie ganz gering. Ja, so hat der Gesetzgeber leider auch die Unfallfreiheit auf ein Jahr festgelegt, wenn man wieder Auto fahren darf. Ist vor den 2 Jahren weggekommen, weil der Epilepsiepatient sehr verantwortungsbewusst in der Regel auch ist. Ja. Und auch bei MS-Patienten habe ich da keine Wahllosigkeit erlebt. Okay. Noch.